Ja, das ist typisch CSU, das ist typisch Wahlkampf, ein Etikettenschwindel ohnegleichen, denn man hat in Aussicht gestellt, eine Bestandsgarantie für alle rechtlich selbstständigen Grundschulen zu geben. Man hat aber dabei ganz außen vor gelassen, und das weiß natürlich der Wähler, der nicht tiefer drin steckt in der Materie nicht, dass damit 376 Grundschulen in sogenannten Schulverbänden nicht eingeschlossen sind. 60 davon sind in der Vergangenheit schon geschlossen worden, und ich fürchte, nach der Landtagswahl wird es mit der Bestandsgarantie für diese 376 Grundschulen in Schulverbänden nicht sehr weit her sein. Wir bedauern das außerordentlich, dass die CSU hier so einen Wackelkurs fährt, zumal sie auch im Landesentwicklungsprogramm sich klar gegen den Erhalt der wohnortnahen Grundschulen ausgesprochen hat. Man hat dort ausgegeben, zukünftig nur noch bedarfsorientiert die Grundschulen erhalten zu wollen. Wir Freien Wähler, wir wollen alle Grundschulstandorte in Bayern erhalten, und dafür werden wir kämpfen bis zum bitteren Ende.